Das ist nämlich das Fehldenken eines Ego. Das Ego denkt, wenn ich liebevoll und wenn ich Gott mit in die Gleichung nehme, dann kann ich gar keine Kohle machen. Ein Ego versteht nicht, dass du dann erst recht Kohle machst, wenn du wirklich, ja, ist ja so. Ja. Wenn du wirklich verstehst, für was Gott steht und wer du in Wirklichkeit bist, machst du dich ja auch für die Fülle des Universums auf. Mhm. Weißt du, da ist doch grenzenlose Möglichkeit. Doch nicht im Ego.